Hallo liebe Freunde, zurück bei Transport Fever, hier mal gespielt. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ja, wir sind in Basel. Ja. Und ich habe in der Zwischenzeit auch mal noch was im Off gemacht. Und zwar wäre hier das mit der Linie hier. Die Linie habe ich die Züge ausgetauscht. Wenn ihr hier mal so guckt, die funktioniert jetzt. Allerdings werden hier die Züge wahrscheinlich auch schon wieder. Ja, die sind auch wieder voll belegt. Wenn ihr mal kurz schaut, was ist jetzt eigentlich. Schon jetzt fährt er gerade ins Tunnel. Das ist wieder die Fabrik. Ja, kurz zur Information. Leider ist das Video von heute etwas später dran, weil es gab ja ein kleiner Unterbruch, was das angeht. Weil wir, meine Familie und ich, umziehen sind. Und ja, da der PC leider noch nicht bereit war, kommt diese Folge etwas später. Ja, gut. Jetzt die Folge kommt heute doch noch. Anstatt 2 Uhr, leider erst um ja, knappe Mitternachtszeit. Derweil können wir aber ab morgen wieder auf die Folge von 14 Uhr erscheinen wird. Ja, soweit, so viel dazu. Ja, wir werden jetzt hier mal, wenn man hier so guckt, hier in Basel mal den Nahverkehr noch etwas umbauen. Nämlich, wir haben hier einfach zu viele Passagiere. Hier diese Tramlinie, die macht immer ein bisschen 92.000 minus. Da haben wir nämlich nur eine Linie drauf, wenn man hier guckt. Ja, die müssen wir etwas anders einteilen. Ich würde mal derweil sagen, wir verkaufen hier einfach mal die Tramme. Wenn hier oder mal zwei neue Linien generieren. Wir müssen die jetzt auf zwei verschiedene Linien aufteilen. Machen wir hier die Personenstadt Tram 1 Basel und dann machen wir hier die Personenstadt Tram 2 Basel. Gut, die werden wir jetzt hier mal ein bisschen machen. Dazu würde ich sagen, wir beginnen, respektive wir könnten da unten mal noch eine Endstation hinbauen. Wir können hier natürlich auch hier rumdüsen, das geht natürlich auch. Dass wir hier mal eine machen, die zum Beispiel hier hinten, die Person da hinten abholen, da oben wieder reinkommen, dann irgendwie ja, hier oben vielleicht endet. Die zweite Linie wird von hier oben entsprechend einfach von vielleicht auch von hier einfach, dass die einen vielleicht so rum reinfahren, dass wir die eigentlich dann hier entlang schicken. Hier hinten runter können wir hier auch noch anhängen, hier rein, dieses holen und zum Beispiel hier so runtergehen, vielleicht hier durch, dann hier drehen. So, dann die Station noch mitnehmen. Das bedingt jetzt, dass wir hier natürlich Tramgleise benötigen, nämlich hier.
Wieso kann ich hier nicht? Ist die Steigung wieder zu groß. Gut, dann fahren wir halt hier lang. Dem anderen gehen wir hier durch. Von hier hoch. Dann hier runter. Wieder üben weg. Können wir hier die Umsteigestation machen. Düsen hier lang hoch. Gehen hier drüben lang, nehmen hier diese Ecke mit. Dem anderen gehen wir hier außen lang, hier runter, das stimmt soweit alles schon. Hier drüben hin, das können wir noch entfernen. Hier hin, hier unten durch. Dann halt hier nehmen wir diese Ecke mit. Wir gehen dann hier quasi runter und drehen hier. Jetzt müssen wir vielleicht hier noch der eine oder andere Stop noch dazu nehmen. Haben wir hier zwei? Ja, hier haben wir zwei. Von hier einmal rum. Jetzt machen wir hier die Linie 1. Die geht von hier, hier lang. Geht hier unten durch, nach da hinten. Geht hier durch, nach. Ja, hier müssen wir noch eine Station hinbasteln. Gerne sowas. Das will ich hier hinsetzen. Gehe ich da. Und dann gehen wir mit der hier lang, hier oben hin, düsen da weiter, noch hier, dann drehen wir hier dann eigentlich, und hier gehen wir außen rum, das zuerst hier drüben hin, und dann fahren wir hier so zurück. Hier hin, dann drehen wir hier wieder, hier lang, wir machen das schon so, wie es sich gehört, hier lang, dann, da fehlt, nee, da haben wir die Station, ich wollte gerade sagen, die Station fehlt da, dann gehen wir hier hin und hier unten wieder hin, das wäre die Linie 1. Dann haben wir die Linie 2. Die Linie 2, die geht von hier unten. Also von hier geht die hier oben lang. Wir sagen, die hält hier auch noch. Soll ich die hier noch durchschicken? Können wir hier so den Abgriff machen? Das würde ich glaube machen. Hier vielleicht die Ecke fahren. Da können wir nämlich da die Station hier machen und die hier. Da können wir mit der nämlich hier lang. Was machst du jetzt wieder? Willst du hier lang? Ja, das da unten stimmt nicht, da muss natürlich noch ein Wegpunkt hin. Machen wir mal so eine Kreuzungstafel. Dann brauchen wir hier noch den hier. Dann geht es hier oben noch da hinten. Haben wir nur eine Haltestelle, so wie es aussieht. Da brauchen wir also noch. Oh, Moment, das ist ja ein Güterteil. Das heißt, das können wir hier nicht verwenden.
Das wäre also falsch. Sondern wir könnten mit dem gleich hier rein. Dann hier drüben weg. Hier oben brauchen wir noch Haltestellen. Eine hier und eine hier. Dann geht der nämlich mal da lang. Dann düsen wir hier in die Richtung. Das heißt, wir müssen die Haltestelle dann noch verlegen. Dass die hier anhält. Die geht dann hier hoch. Da haben wir zwar eine, aber hier fehlt noch eins. Oder? Ne, das sind schon. Das ist schon eine. Die müsste hier lang. Dann geht uns der eigentlich in die andere Richtung hier rum. Dann gibt es hier hinten noch eine. Das wäre dann der Wendepunkt. Gehen wir hier wieder zurück. Hier außen rum. Düsen. Was macht er jetzt hier? Rein. Nö, das ist das falsche. Wieder hier hin. Ich schon, dass der dann hier unten lang fährt. Müssen wir anscheinend noch Wegpunkte haben, damit das vernünftig funktioniert hier. Das wäre noch der 3. Müsste der hier hin. Und von der vor der 14 geht er hier lang. Dann kann er hier runter und diese wieder abholen. Das reicht. Gut, dann sollten wir hier eigentlich die Abdeckung optimal haben. Naja, das geht. Gut. Jetzt werden wir hier natürlich dementsprechend die Tramme, die wir schon haben, verteilen. Die anderen beiden Linien. Das heißt, es gibt ja 6 auf jede Linie. Das wären mal die hier, die gehen auf die erste Linie. Auf die Linie 1. Die anderen Linien werden wir dann ja, die Stadt noch bereinigen, was die Linien angeht. So, all die hier, die gehen jetzt noch auf die Linie 2 rüber. Es ist halt jetzt ein bisschen eine Fummelei für das Ganze. Aber wenn wir das gemacht haben, dann sind wir hier auch wieder gut aufgestellt mit dem. Jetzt haben wir hier noch was. Hier noch ein Problem. Okay, jetzt hat es sich bereinigt. Dann brauchen wir hier aber trotzdem noch einen Tram zusätzlich. Wäre die hier gewesen. Die müsste noch auf die Linie 2. Jetzt brauche ich hier die Linien, damit ich sehe, welche ich rausnehmen muss. Welche hier bleiben. Gut, da wäre einmal die hier, die Straße können wir downgraden. Wird nicht benötigt, so wie auch die hier. Ebenfalls nicht. Geht das hier hinten lang. Hier wird eigentlich die hier nicht benötigt.
Hier hinten benötigen wir auch nicht mehr. Eben schon, die hier oben ebenfalls. Die wird auch nicht benötigt. Ja, können wir die Linie mal rausnehmen. Dann werden wir hier noch kurz die Haltestellen, die wir hier jetzt nicht benötigen, kappen. Das nehmen wir die hier. Die wird benötigt. Nö, die wird ebenfalls nicht benötigt. Kommt also auch weg. Und die beiden brauchen wir noch. Hier hinten, die wird, glaube ich, auch nicht benötigt. Nee. Also auch weg. Hier haben wir auch noch zwei, die mitten in der Luft sind. Und haben wir noch eine übersehen? Ich glaube es vorerst nicht. Das sollte, glaube ich, passen. Passt. Sollten hoffentlich jetzt die beiden Linien auch besser funktionieren. Das hoffe ich mal zumindest. Die können wir eigentlich löschen. Hier müssten wir den Fahrzeugersatz noch regeln. Vielleicht auf die andere Linie könnten wir hier andere Tramme gebrauchen. 30, 12. Hier sind viel zu große. 20. Vielleicht der hier. 20. 18. Ja, wir nehmen hier mal mit. Das sind Trolleybus, die würde ich hier nicht einsetzen. Vielleicht hier 23. Und ist auch massiv hier. Nehmen die mal hier rein. Setzen die Teile. Die anderen Teile lassen wir hier mal fahren. Auch hier einfach den Fahrzeugersatz noch rein. Und das mit dem nicht vergesse. Dann werden wir die mal im Auge behalten, ob die so funktionieren können. Ja, und hier die Güterlinien, die sind einfach auch nicht mehr so optimal. Wenn man hier guckt, die Industrielinie geht hier hin, deckt diesen Bereich eigentlich ab, aber den hier hinten eben nicht. Ich denke, wir müssten hier vielleicht noch zwei Haltestellen haben. Also da oben mal noch mithelfen. Vielleicht die Straße noch verbinden. Da hinten. Die verbinden. Können wir hier nämlich den Halt hin machen. Für die Teile. Dass die da hinten noch abladen können. Ist das die Drähte von hier nochmal hier hin und dann noch hier hinten. Gut. Dann haben wir hier nämlich zwei Teile.
hier, die laden hier alles im Gewerbe ab. Wir haben hier aber hier unten auch noch ein bisschen Gewerbe. Könnte man eigentlich das Ganze, die Düsen hier ja in eine Richtung, können wir hier außerhalb noch eins hinbauen. Nämlich da drüben. Dann können die 102 zu 1 zurück. Und noch da unten. Drüben hin. So. Ich denke, das müsste noch Sinn machen. Nur, dass die jetzt hier auch noch da oben lang fahren. Ich könnte nämlich hier drüben lang. Dann hätten die nämlich auch noch ein bisschen einen anderen Weg. Noch da. 103 her gehend. Jetzt habe ich da wohl noch auf der falschen Seite. Ja, und so sollte schon noch richtig schauen. Gehen wir hier lang, dann können wir das hier entfernen. Gut. Dann mal schauen, wie die so ausgelastet sind. Die haben erst Treibstoff, ja gut, die sind aber mit Treibstoff relativ gut bedient. Wobei 727, das dürfte noch mehr sein. Wenn man hier mal guckt, hier liegt jetzt nichts rum. Hier könnte man was mal noch umstellen, dass die nichts an Treibstoff beziehen müssen. Der Zug ist hier hinten. Er hat jede Menge Treibstoff dabei, aber wenig Brote. Ja, Lebensmittel ist hier ein bisschen knapp. Die vergrößern sich auch nicht wirklich. Versuchen wir Getreide anzuliefern. Also wir haben hier ein Getreideproblem. So wie das aussieht. Hier nicht genug Getreide bekommen. Ja, 26 liegen hier rum. Wir müssen halt mehr anfordern hier. Ja, ich sehe schon, wir sind schon über die Zeit raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge mit dabei wärt. Bei der nächsten Folge, nämlich die, die morgen kommt. Dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute und ja, hoffentlich bis bald. Tschüss!